Wir haben gestern betrachtet im dritten Kapitel, und wie war der Ende, dass die Juden, aber auch von der wie Menschen, dass wir alle für Gott schuldig sind. China ist für Gott ja reich. Wir haben dort bemerkt in der Verse 10, der 12, wo das Feuermal verkommen wird, da ist keiner. Und dort schlägt Anzug alle, du mit nennen. Du hast China, wenn du für Gott reich bist. Und Paulus will hier ganz gezielt auf die selbstgereichte Jüdehan reden. Und wir haben gesehen, dass auch unsere Ansmennenite viele, viele selbstgereichte Stunden. Und wir machen weiter, dass wir für Gott keine Entschuldigung haben. Wir haben für diesen Gott recht nicht, wo wir uns entschuldigen können, sondern wir sind schuldig für ihn. Ohne Verdienst können wir das Geschenk annehmen. Wir können unseren Gott nicht bringen. Und dort seht ihr, kriegt dann am letzten Eng der Reich Vorjung allein ihr Glaube. Wer Jesus Christus im Glauben am Kreuze erblickt, der wird heil zu derselbigen Stunde. Dort kommt sehr klar rüt. Und nun von der werden wir wieder merken im vierten Kapitel. Und Paulus steht ganz bewusst hier, Fuß, in ihren Vorderseele, Abraham. Er weiß nicht, wo er so Fuß kommen soll, wo ist denn mit Abraham? Ein Mann nach dem Herzen Gottes kommen sei, der wir unbedingt an dir reicht, der Worte. Abraham, ans Paar. Und Paulus will 14 Betäuber gehen und durch die Handwiese würdet wir mit unseren Vater Abraham und würdet es. Ich will lesen Kapitel 4, wo lese, was verstehen durch Kapitel 4 in Römer. Was wollen wir denn sagen von unserem Vater Abraham, dass er gefunden habe nach dem Fleisch? Ist Abraham aus Werken gerechtfertigt, so hat er Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird den Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der den Gott Losen gerechtfertigt, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wie denn auch David von der Glückseligkeit des Menschen spricht, welchen Gott die Gerechtigkeit ohne Werke zugerechnet. Glückselig sind die, welchen ihre Ungerechtigkeiten vergeben sind und welchen ihre Sünden bedeckt sind. Glückselig ist der Mann, welchen der Herr die Sünde nicht zurechnet. Diese Glückseligkeit nun gilt für die, die Beschnittenen, aber auch für die Unbeschnittenen. Wir sagen ja, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Wie ist er ihm denn zugerechnet worden? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Vielleicht bat hier einmal. Paulus fängt von der an. Nun jeder, der war Abrahams Gerechtigkeit aus Glauben. Er hat vorher gesagt, alle Welt wird für Gott schuldig. Jeder einer, der mit Glaube, dass Gott du ist, und durch diesen Glaube kann er gerettet werden in Jesus Christus. Nun, dass er fühlt, er wüsste, wem er für sich hat, immer der Jener. Nun, dass er fühlt, einen Glaubensheld kommen und sagen, verheben und sagen, schick dir mal an seinen Vater, Vater Abraham. Dann sagt er hier, sagt er die erste Antwort, sei wieder an die von Abraham. Paulus will nicht das Evangelium vom Judentum auftragen. Dort ist nicht seine Meinung. Aber sein geratster Wunsch und sein geratster Ziel, denke ich, Kibane ist, er will den Juden dort erklären, wer Gott wir. Und wie Gott denkt dort und wie Gott mit Abraham auch gehandelt hat. Wo Gott sein Ziel und uns wir. Wann wieder manche was der Selja Paulus in 2. Korinther 3, 14-17, sage das, ich will das lesen, 2. Korinther 3, 14-17, wo das sage das, aber ihre Sinnen wurden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke über der Vorlesung des Alten Testaments unaufgedeckt, welche in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Wenn er sich aber bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan.
denn der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Michael wird hier rannt. Paulus, sind ja raste Ziele, wenn wir das übte deutsche End. Er dort erkläre, so ist das nicht, dass wieder im Satz die Reihe vor dich wurde. Wie kennen uns das nicht verdienen? Und wie möchte auch, und wie weiter dort auch, dort mit seinen Ratsten mehr, hat er das nicht handig rehaf. Er sagt, Bad von dir, bleibt dieser Tag der Fähr. Die Lüre noch einmal auf diesen Messias, wenn er kommen soll, am Enterrade. Wenn er auch lange gekommen ist, und sei dich richtig an. Nun ist meine Frau und eins von dir, verstehe wie, was die Bibel uns sagen will. Oder es bedient nach dieser Tag fair. Viele, viele Mennoniten, macht wie sagen, dass dieser Tag nach der fair. Das sagt Christ des Selja Paulus. 1. Korinther 2,14, wenn ich gerade sehe. Er sagt, der natürliche Mensch, der vernimmt nicht, was vom Jesus Gottes beurteilt werden muss. Der muss den Jesus einmal haben. Was vom Wort Gottes geredet wird, vernimmt ein natürlicher Mensch nicht. Und du stöhnt Paulus nicht. Er prüft dann dort Dutelei von Abraham. Und er wird durch diesen ganzen Kapitel übernommen sein, das an. Wie macht er sein einige Jahre, aber lang nicht alle. Und immer war er, als er nicht auch im anderen Leben spielt, uns dort zu nennen, ich will auch noch ein Bett dort hin. Ich will ein kleines Bett auch noch reich haben. Wie macht er Rehle haben? Wie macht er Jesatze haben? Wenn dort nicht, dann gläs wie ich. Wie macht er anbringen, sind Kurve vor dich haben oder sind Trakte haben oder das? Dort macht wie haben. Dann wird das bei Gott wohlgefällig sein. Wo bleibt das Wort Gottes? Paulus will erklären, in Christus Jesus ist Freiheit. Nun meint das nicht, Frieden kann ich leben, so ich will. Dort ist eine andere Freiheit. Sondern frei von dieser Gebundenheit, wo die Feind ans Beine Hölle dort, du machst das und du machst das und du machst das, dann wird das Fleisch getreten. Nein, der Glaube an Jesus Christus, der macht uns frei und bringt uns zu der vollen Freiheit. Vers 2. Der Jüd, verstehen wir hier, Vers 2 und 3, dort hat er ganz fest an, dass Abraham, wenn sie ihn gehorsam, wenn sie eine Worte gereicht wird, du hältst sie ganz fest an. Wenn wir überlesen, in 1. Mose 15, ein Bad saß, da wurde uns dort gesagt, Abraham glaubte dem Herrn. Und dort wie am Gerechtigkeit gerechnet. Er glaubt. Abraham, der nicht auf seine Worte bühe. Er bühe auf dem Glaube an Gott. Und dort wie sein ganz fester Fundament, wo er bühe stand. Nun sagen wir uns von dir, Kreuz wurde einmal erwähnt. Nun macht wir über die Gemeinde herrschen. Wie macht ihr dort auch glauben? Ganz sicher, stimmt das auch. Da habe ich nichts entgegen. Wo meine Frau ist, bütet diese Gemeinde im Leben in Glauben. Die Gemeinde, wo wir beide sind, stimmt das mit dem Wort Gottes überein. Wenn der uns sagt, dort und dort sollst du nicht, stimmt das auch in der Bibel, dort steht, das sollst du nicht. Oder wenn der uns sagt, das und das ist reich für Gott, sagt die Bibel auch, dass das reich für Gott ist. Dann, wenn es so ist, dann kommen wir und sagen, ja, dann werden wir auch die Gemeinde herrschen. Wo immer wir sind. Weil die leben im Wort Gottes nur. Versteht mich hier nicht, der eigene sei, weil, wie soll die Gemeinde nicht herrschen? Keinen Fall. Wenn eine Gemeinde wirklich eine Gemeinde ist, dann wird bedient Herausgerufene, von Gott Geraubte. Warum würden wir da nicht herrschen? Weil die wollen dort leben, was Gott will haben. Nicht der Paulus hier, den sei, die verloren, die sei ab dort, dass Abraham es Worte gereicht vor dich. Und dann sagt er, was hat Abraham dann von Ruhm? Da hat er überhaupt keinen, nicht wie Gott. Dann kann er sich selbst größern. Und was würde er nicht für eine Freude geben, wenn ich und du wüsste, wenn wir so und so viel Arbeitsstunden anbrachten, dann hat wir unsere Radien geschafft bei Gott. Man würde wie glücklich sein, wenn wir dir einmal überwiesen.
dann können wir uns selbst rühmen. Ich habe das getan. Und so wurde doch gesagt, wenn wir gereicht fertig wurden, durch Worte, sagt Paulus. So entdeckt es nicht. Sondern allein der Glaube an Jesus Christus. Der sagt, der kreigte Schrift sagt das. Und hier, wo kreigte diese Schrift steht, von dem Ölenbund genommen, 1. Mose 15. Abraham überhaupt Gott geglaubt. Und dort erst am Dreierichtigkeit teuerrechend. Ich will wiedergehen in Vers 4 und 5. Dem, über dem mit Worte umgeht, dem wird den Lohn nicht nur die Genug teuerrechend, sondern nur Schuldigkeit. Dem, über den nicht mit Worte umgeht, gläuft über den, der den Gottlosen reicht vor dich, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Abraham wird nicht einer, der sich das Pflichtenlohn ausrechnen deut und sich das verdienen deut. Wer ab Verdienstgründe deut, sagt das hier, das richtig ein Lohn. Dann haben wir gesagt, okay, dann werden wir kurz auf Worte gehen. Nein, aber was sagt das hier? Wort von Lohn richtig? Zur Schuldigkeit. Also wenn wir ab Worte bürden, ab einem Gesetz, kann man hier sagen, dass sie dort verstehen, dann wirst du nur Lohn kriegen, nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Wort erst an die Schuldigkeit dann. Ewige Verdammnis. Tod. So werden wir danach wieder ab dieser Zerböhe, wo nicht biblisch sind. Da machen wir loslassen. Allein der Glaube an Jesus Christus Rat. Wenn wir ab dort Böhe, wo die Satz ist, sagt er, wenn wir du mit Rechnen an die Pflichten oder Uitrechnen an das Verdienst, dann wollen wir auch tun einen Lohn kriegen. Aber der Tod ist der Lohn. Dann sollen wir über diese andere sehen, wenn wir im Glaube an Gott leben. Dann verstehe ich, ich habe einmal, du hast kein Verdienstbanner. Womit hat Abraham sich dort verdient? Seine Erwählung von Gott. Wodurch hat Abraham sich dort verdient? Seinen Sohn Isaac. Wodurch hat Abraham sich dort verdient, das Land Israel in den Seen? Durch eine Sache, sagt die Bibel. Er hat Gott geglaubt. Er glaubt an Gott. Wenn wir dort machen, er glaubt an Gott, hat er sich das verdient? Der Glaube ist auch ein Geschenk von Gott. Dann machen wir wahr, hier fällt alles wahr, was menschlich ist. Sondern Gottes Gnade allein bleibt die Stunde. Ich gehe wieder, saß bei Ach, wo sie sich dann auch sehr beschmiedet hat, ab ihren König David, dass wir ein Mann nach dem Herzen Gottes. So ist dann auch David von der Glückseligkeit von den Menschen redet, wenn ihm Gott der Gerechtigkeit ohne Worte zurechnet hat. Würde Israel die Schrift verstehen, dann würde sie das erkennen können. Würde wir von der aus Mennoniten dort verstehen, dort nicht unsere Traditionen, was wir nennen, die lebst, uns raten können, dann würden wir einen anderen Einblick haben, wer Gott wir. Sei glaubte nicht. Nächstes Jahr haben wir noch eine andere Stelle abgeschlossen, Lukas 24, 25. Und dort hätte die Geschichte, wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern ging. Er wird gegründet, er ging allein weich mit ihnen. Und dann in Vers 25 sagt er zu ihnen: O ihr toren und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten gesagt haben. So wird Gott durch die Propheten auch gesagt haben. Sie glaubten nicht. Warum nicht? Weil sie wie Refors das Mattheit. Sie können nicht loslassen, ich sie allein auf die Gnade Jesus Christus angewiesen. Sie hatten so fast, ich muss mich fernmeten, die Hände waschen. Ich muss das so holen, als was wie das Hand. Und sie verstanden nicht. Da habe ich auch das Beispiel durch, wo das sei von den richtigen Mann in Lukas 16, 31. Sagt er, wenn ich wo drei komme, du wirst einen drei schätzen, du dir. Sagt er, dann würde sie glauben. Und Gott sagt, glaubt der Mose nicht? Wie würde sie dann glauben, einer Trittchen von der Dödje? Und meint wie, habe der Jesus Christus geglaubt? Jesus kommt auf diese Erde, er stund ab. Glaube sie an ihn? Überhaupt nicht. Und dort genommen sie auch so Raum, dass Jesus kreit nach einem Lazarus abwartet dort. Glaubt sie? Ganz einzelne.
Wenn David hier rutscht, in 32, 1 und 2, er sagt nicht, soll ich es dir, der dir genug Worte verweisen kann. Sondern er sagt ganz was anderes. Glückselig sind die, wenn ihre Eierrechtigkeit verjährt sind und wenn ihre Sünde bedeckt sind. Glückselig ist der Mann, wem der harte Sinn nicht zurechnet. War er ganz komplett schlitter Verdienst hier rutscht. Und der Jude Israel, der beschmeißt sich ab diesen Versen, sie das erklärt wie. Der Herr, der das überdacht, der das bedacht, das erkreit wie. Und das ist anders gemeint. Und ich denke, ich frage mal, als das denken ans meine Niederbeine. Wie sind das Christentum? Wie sind das Auserwählte Gottes? Und wir haben betrachtet in dem dritten Kapitel kein Ansehen der Person bei Gott. Feiermal, da ist keiner vor Gott, der gerecht ist. Alle sind wie schuldig. Verschneiden in Tieren. Diese Glückseligkeit nun, die gilt für die Beschneidene oder ist die auch für die Unbeschneidene? Wie sei jo, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet wird? Wer ist das am Neutral gerechnet worden? Ob sie beschneiden wir oder ob sie unbeschneiden wir? Nicht, ob sie beschneiden wir, sondern ob sie unbeschneiden wir. Ich kann mich genau feststellen, wie weit die das Mazedonien haben. Wenn Paulus nun fährt und steht, zum Beispiel, kriegt es von dir. Und er sagt, die Hand an die Seite, schick mal David, was ist das da? Und dann geht Paulus drehen und sagt, okay, da werden wir checken, was neu passiert hat mit Abraham. Wart am das Geschenke, all du, wo er die Beschneidung hat, oder fährt her? Und wie möchte ich auf einmal, dass wir fährt her? Alle Völker, da hat Israel in ihren Selbstrum vergeten, dass sie sollen ein Segen sein für alle Völker. Dass wir so klar, dass Abraham heute recht diesen Segen, als wir sie noch anbeschneiden wir. Und das Segen soll durch am Rüt rannen, nach alle Völker. Und durch ihrem Selbstruhm wird es Stunde geblieben und der Ström kann nicht wieder rannen, nach andere Nationen. Israel hat sich verschlossen. Nur als meine Frau war und uns, ich rede viel über Mennoniten, weil wir aus Mennoniten taub sind. Sind unsere Kolonien nicht verschlossen, weil wir Angst haben, dass was falsch ist, dann kommen. Weil Jans sind alles übergeschoten, die Jans sind alles drahle. Woran wird wir da nicht mehr rückkommen und die anderen da bringen, wenn wir glauben, dass wir reich sind? Und ich glaube, das ist ein Problem. Wir haben diesen Gott, Abrahams, Isaac und Jakobs, nicht erkannt. Wenn wir diesen Gott erkannt haben, dann würden wir mit der innerlichen Leibe, dieser Retterliebe erfüllt sein und wir würden reut sein mit dem Nächsten. Und bete ging Israel dort. Wie sind reich, die Juden? Und sie hielten sich toll. Sie leiten nicht in Klimpet los. Sie dachten, wie sind das einzige Falsch, wenn Gott diese Seligpreisung teuer gesagt hat. Und sie sind es dann teuer gedacht. Und so ist das aber nicht. Wie sind alle schuldig vor Gott? Und falsch all wieder sagt, und das Zeichen der Beschneidung erfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Denn er hatte, als er noch nicht beschnitten war, auf dass er der Vater der aller sei, die da glauben und nicht beschnitten sind, sodass die Gerechtigkeit auch ihnen angerechnet werden. Und der Vater der Beschneidung, derer, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, der in unserem Vater Abraham war, als er noch nicht beschnitten war. Denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein sollte, ist Abraham oder seine Nachkommenschaft nicht geschehen durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube nichts. Und die Verheißung ist abgetan, denn das Gesetz bewirkt Zorn. Wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, auf dass es aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe, der ganzen Nachkommenschaft, nicht allein der aus dem Gesetz, sondern auch der aus dem Glauben Abrahams, welcher ist unser aller Vater. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der da lebendig macht die Toten und ruft dem, was nicht ist, als wäre es da.
und er hat geglaubt, gegen Hoffnung auf Hoffnung hin, damit er ein Vater vieler Völker würde, wie gesagt ist, also wird seine Nachkommenschaft sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, sah auch nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah, denn er zweifelte nicht an den Verheißungen Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste auf aller Gewisseste, dass was er verheißen hat, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das ist aber nicht geschrieben allein um seinetwillen, dass es ihm zugerechnet ist, sondern auch um unsertwillen, welchen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an dem, der Jesus, unseren Herrn, aufgeweckt hat von den Toten, welcher ist um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Nun sagte ich hier in Vers 11 wieder, diese Beschneidung, wird Abraham trägt, dass wir als Zeichen, sagt diese Luther-Übersetzung, und das Zeichen der Beschneidung. Und dann der Tempel erklärt wieder. Er sagt, dass wir aus Siegel kommen seien, eine Garantie oder eine treue Zusage von Gott. Aber auf was wir diese gegründet, diese Tosei. Diese Tosei wir gegründet in der rettende Heilsliebe zu Gott. Diese Sache, diese Beschneidung, und Abraham deut, der Bild war er nicht auf dem Wort, sondern in der rettende Heilsliebe zu Gott. Du bestimmt diese Wort, was er deut. Dann kommen wir und sagen, dass wir nicht über Worte gereicht, über diese Beschneidung, sondern immer noch durch den Glauben an Jesus Christus, dass wir verarmen Siegel. Und wir als Kinder Gottes, wir reden von dir, viel davon, dass wir haben auch ein Siegel. Was ist von dir das Siegel für die Gläubigen? Die Bibel nennt uns dem Heiligen Geist. Sagt, die sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und so wird das für Abraham auch ein Tätchen, dass Gott ist true. Er hat das Tö gesagt. Und diese True seine Gott in Eva, das bietet sich nicht durch ab, dass er nicht äußerlich was traut. Sondern das gründet sich immer noch auf dem Glauben an Gott. Dort beschnitten und Abraham, kommen sie sagen, dort leugt Gott reich sein. Warum? Weil Herr Lothar auch wurde den Vater aller Gläubigen können genannt worden. So nun heute die Menschen, wenn sie dort beschnitten sind, können sie wie ein Vater verehrt. Aber heute riecht im Sehen, wie sie anbeschnitten werden. Für wem ist dort an? Für mich und für die Kreis. Der Heidenchristen. Für uns ist das Sehen auch durch. Gott will sich erbarmen über uns und deht sich erbarmen über uns. Gott hat auch der für mich und für die aufgemerkt. Nicht bloß für die, wenn ich im Gesetz lebe. Nicht bloß für die Jüde, sondern für alle Nationen hat Gott seine Arme aufgestellt. Durch Gott, durch den Glaube, hat Gott das ermöglicht durch Jesus Christus. Der Glaube merkt uns allmählich durch Jesus Christus geraten worden. In Vers 12 sagte dann wieder, dort sei, und der Vater von der Beschneidung, derer, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens. Wandeln in den Fußstapfen des Glaubens. Was meint das hier? Wenn wir gehen in den Fußstapfen von dem Glauben, dann fällt uns einer von uns, was er rührt. Und die Juden gingen diesem nicht heran. Gehen ein du ab und fast zum Glauben an Jesus Christus. Oder gehen wir noch in unsere eine Weg, in unseren einen Verdienst. Wenn wir dazu sagen, dass wir gehen in den Fußstapfen des Glaubens, dann machen wir auch weiter, das kommt nicht bloß von selbst, dass uns die Gnade teuer rechnen wird. Sondern ich muss abstehen und ich muss gehen. Ich mache diesen weichen Kone. Ich mache das Wort Gottes heute leben. Ich will hier ein paar Bibelverse lesen. Johannes 8, 33. Da gab es eine Striderie, man kennt. Dann deutet sie am Antworten,
Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandes Knechte gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Wir haben die einmal rein alles die Hölle. Wie kostet das eine Sache? Wie brücke ich einen Radar? Wie soll er frei werden? Wenn ich dort die Hölle habe, wird unsere Gemeinde uns liert. Da dreht mich Tau. Und ich sage auch Amen der Tau. Wann diese Gemeinde am Wort Gottes steht. Und wann sie dort lehren. Wie macht denn uns prüfen? Dann sagt er wieder, Vers 37, sagt er, ich weiß Gott, dass die Abraham sie nur kommen sind. Aber ihr seht ihr mit auch zu merken, weil mein Wort kein Raum haben dient. Ich rede, was ich von meinen Vorder gesehen habe, und auch die Dörner, was die von denen Vorder gesehen haben. Dann antworten sie der Seite am Abraham, der ist ans Vorder. Seht ihr, ist der irgendwann Abraham, und die seine Tinger wäre, dann würde ich denen seine Worte dörner. Nur aber seht ihr mir anzubringen, einen Mensch, der jünte Wahrheit sagt, da ich von Gott gehört habe, dort hat Abraham nicht gedohne. Die dönen die Worte von jünen Vorder, dann seht ihr an, wir sind nicht der Hörerie geboren, wir haben einen Vorder Gott. Ja, ihr seht ihr an, wir Gott jünen Vorder, dann wo ihr mir laufen, dann ich sie von Gott gekommen, rütigungen gekommen, dann ich sie nicht von mir selbst gekommen, sondern heu hat mir geschickt. Hier deutet sie vier Jahre, dann macht das unbedingt alles dann, was mit Abraham passiert ist. Und sie wollen aber nicht Abraham loslassen, sondern wie man immer war, dann schön, wie sie Jesus leiberte sieht. Wie sind Abraham seine Nachkommen und wie sind das mit reicht? Wir sind nicht Hurentinja, sondern wir haben den Vater Gott. Und das stimmt auch. Aber sie können nicht vorstellen, dass ein Mensch, der absolut nichts zu tun kann, dass er gerade wird. Er darf bloß die Hand anhören zu Jesus Christus und sagen, ich nehme dort an, was du für mich am Trizidona hast. Und ich lebe dort von hier wieder aus. Vers 13. Diese Verheißung, dass er Erbe der Welt sein sollte, ist Abraham oder seine Nachkommenschaft nicht geschehen durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Diese Verheißung, der Heusel Urwe seine, der kommt bloß aus dem Glauben allein. Du kannst kein Gesetz, du kannst kein Verdienstbar davon besiegen. Gott darf Abraham in seine Nachkommenschaft Zukunft, er schenkt das. Wie meint ihr Gott darf? Abraham in seine Nachkommen Zukunft. Wenn es steht, Gott darf dort. Was will wieder da noch mit? Ich habe hier ein Beispiel, Vers 14, wird's wieder. Dann, wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube nichts und die Verheißung ist abgetan. Wenn wir für solche Ehe wird abgewiesen, wir haben dann noch was Teuer tun, dann schüben wir Gott zu sehen. Dann glauben wir nicht mehr an Gott. Dann glauben wir nicht, dass Gott allmächtig ist. Und dass heute in der Jesus Christus alles verbracht hat für uns. Und hier haben wir mit abgetekend. Ebenso kann er doch sein, wenn wir einen Steig Lohn zu drehen haben oder so. Wenn jemand uns einen Lohn gegeben hat, oder wenn wir sagen, der hat uns einen Last getroffen. Du wirst einen Lohn, du wirst einen Last getroffen und der traf mich. Habe ich dann eh was zu tun? Nicht. Aber das gehört mir. Und du wirst doch keiner nicht am Streiten, dass es nicht mir gehört. Das gehört mir. Aber ich habe da reich nichts zu tun. Aber es ist immer meint. Und so ist es auch mit dem Glauben an Gott. Ich kann da reich nichts zu tun. Aber das gehört mir. Nun sage ich das über ein Urf. Wer kann ein Urf sein? Wenn wir die Bibel schicken, wie immer das Kind in Urf. Bist du ein Kind Gottes? Dann wirst du auch den Himmel Urf. In den Urfschaff hat er sich das verdient? War er nicht. Das ist die Schranke. Sagt das Gott, das geht wieder, über Generationen. Das geht wieder. Und das wird die Schranke. Haben wir uns nicht verdient? Und dort sagte ich hier, Kreis,
dann wenn die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube nichts. Und knacht das nicht in Ohr. Das ist nicht ein Lohn, der muss arbeiten. Und ein Sklo wird als ein Lohn. Wahrer Tree wird die Bibel von Sklo gebraucht als der Sünde, der Tod. Wenn wir nicht im Leben mit Jesus Christus waren Ausschlüsse hier auf dieser Erde, wir waren Lohn Tree, weil wir sind Knechte hier warst. Knechten der Sünde und der Lohn wird seine ewige Verdammnis. Aber wenn wir in vollstem Glauben, in Vertrauen und Jesus ans Leben hier allein gehen, und wir schlüten mit Arm auf, hier diese Erde, dann sind wir Tinger und Erben mit dem Glauben. Dankeschön, meier nicht. In die Schein Gottes. Vers 15, meint wie, was die Jüd erwarten wird. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, wer aber kein Gesetz ist, da ist keine Übertretung. Die Jüd erwartet vom Gesetz, erwartet halt Leben, Seligkeit und Lohn. Diese drei Punkte, die sie erwarten. Und das ist nicht für uns manchmal so, und ja, unsere Menschen, wie Mathe in ohne Gesetz entführen. Wie ich heute erst erlaubt, die können Föhn haben, wenn ich aber im Endeffekt schaffe nicht. Unsere Menschen fingen ja noch ein bisschen mehr an. Sondern man hat, wenn Gesetz entführen und sagen, Föhn, das ist unbiblisch. Dann haben wir eine Kabine am Traktor und dann sehen wir noch, dass jetzt irgendwo zu weit. Das ist unbiblisch. Da merken wir noch ein Gesetz. Und wie denken du mit, wo wir die Menschen von in der Welt an einer Tree hüllen und weiter aber nicht, dass der Mensch von der Geburt in der Welt ist. Der lebt nicht mit Gott, von klein ab auch nicht. Der lebt in der Düsternis, der muss nur Gott gewesen. Da ist das Wort, sagt uns die Bibel. Wird habe ich dort allein im Glauben durch Jesus Christus? Und hier hat der Jude sich ganz beschmiede, dass das Wort, die anderen Worte, das Gesetz, das ja von Leben, Seligkeit und Lohn. Und für die Worte hat auch gegeben, aber Wort von Lohn immer wahrer, wenn sie unter dort blieben. Entwortet Gesetz auch gegeben. Gott gab ihnen das Gesetz. Wie Tjane vielleicht steht, wo Mose und Borch hängen, der Teufel Gott am Gauf, und er kommt rauf, erst einmal schlug er die zwei, Lothar dann noch einmal, Gott gab ihm das Gesetz. Warum soll er dann nicht sein, dass wir verfallen im Gesetz leben? Gott sagt, dass sie nicht in einem lebte im Fall im Vertrauen. Sie glaubten nicht an diesen Gott. Schau mal, was sie deuten in der Wüste. Immer war er, wie sie je in Gott, und angehorsam, einmal über das andere Mal. Und dann hat Gott das Gesetz entgeben. Was soll das Gesetz? Das soll er ihr aufmerken, dass sie in Radar brückte, dass sie selbst nicht können. Kein Verdienst, sondern ein Geschenk Gottes für die Ewigkeit an der Radung. Dort Gesetz soll er den Sinn aufdachen, und dort soll er dafür bewahren, dass sie nicht ungegänge in ihr Sünde leben, sondern dass sie eine Sehnsucht würde haben nach einem Radar, wenn er ein Friedmerker würde. Saß hier in den 17. Du wähnst, dass du glaubst, auf dass es aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe, die ganze Nachkommenschaft, nicht allein der aus dem Gesetz, sondern auch der aus dem Glauben Abrahams, welcher ist unser Vater aller. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker vor Gott, dem er geglaubt hat, der da lebendig macht die Toten und ruft dem, was nicht ist, als wäre es da. Ich glaube, sagt er, der ganz erste Wort ist ein Glaube. Wie sage ich manchmal, Glaube ist ein Vertrauen. Und das stimmt doch. Aber was sage ich diese Frage an Sie? Was ist eigentlich Glaube? Das sagt er, Gott merkt lebendig. Der Deutsche, und er raubt dem, was du nicht mal du ist, als wann du ist. Dort ist Glaube. Und dort greift uns der Schwur, wie soll ein Wort Futter, was wir nicht sein. Glaube ist eine gewisse Zuversicht auf das, dass man hofft und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Ich glaube, dass Jesus mich vergibt hat, wenn ich am Dorn bete. Ich nehme das im Glaube an und ich sehe in den Gottes. Aber wo kann ich das sein oder wo kann ich das feilen? Vielleicht nur nicht wo. Die kostet vielleicht nicht feilen und nicht sein. Aber ich glaube. Und dort ist der achte Glaube, wenn er Gott von uns verlangen wird.
Er verlangt von uns nicht, dass wir im Gesetz leben und ja diese Worte. Und ich verstehe mich nicht, Arach, dass ich das nicht zu sehen schmied. Ich sehe das alle als ein paar Schau. Wenn wir abrechtig in Christus leben, dann würden diese Worte uns ganz klar heran alle mitkommen, wie wir über ein Leben kriegen. Weil wenn das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, dann sagt Jesus, dann schick dort nicht mal hin. Lass dich dort nicht mal jankern. Und du war wie kriegt bei einem Leben in dit. Aber dort hat uns nicht gerade, sondern allein der Glaube an Jesus Christus. Dann möchten wir hier auch das wahre Attempt nennen, das keine Mithalb von uns. Sondern allein Gott kann uns hier gerade. Nun würden wir dann sagen, Abraham mag über Fehler. Was ist damit dort? Wie weit alle Abraham mag Fehler, aber er hielt nicht ab zu atmen. Er hielt nicht ab mehr zu glauben, dass das Gott am Wiederführen wird. Und er lässt sich wiederführen. Also er lässt sich leiden von Gott. Wir können uns auch ganz, auch rein ganz, ab Gott seine Treue verloren. Wie weit kann vielleicht die Geschichte, dass Abraham ging, nur seine Tschechische? Er lässt sich bereden von seiner Frau. Und da wird Ismael geboren. Dann will er den nicht loslassen. Weil Gott hat ihm einen Jungen versprochen und er glaubt auch. Aber irgendwo wird er doch noch ein bisschen zweifeln werden. Aber er muss doch loslassen. Und wie muss er immer wahr, Abraham deut, weil er glaubt Gott. Er checkt nicht auf sich selbst, sagt die Bibel. Wenn er auf sich selbst gecheckt hat, dann hat er nicht funktioniert. Das sagt uns Krieg in Vers 18 und 19. Und er hat geglaubt gegen Hoffnung um Hoffnung hin, damit er ein Vater vieler Völker würde, wie gesagt ist, also wird seine Nachkommenschaft sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, sah auch nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah. Abraham checkt nicht, was du wir. Er checkt immer weiter in Richtung Himmel. Abraham glaubte Gottes Verheißung. Wenn wir lesen 1. Mose 12, Feuer, du sagst, dass Abraham glaubt Gott. Und er ging, er trug Rüt in das Land. Er ging. Und dann möchten wir überall in Vers 7, du bist je in Gott am Fuß. Und Gott hat am Sehne. Weißt du, wenn wir im Glauben leben an Jesus Christus, und wir gehen diesem Weg nicht, wo wir diesem Sehen auch nicht erleben. Weil wir glauben dann nicht, dass Gott wirklich schenken wird. Und das sagt hier Abraham, glaub Gott seine Versprechung. Wenn Gott sagt, nun geh rüt, und er sagt, reich nicht wohin. Abraham weiß nicht, warum soll er hier sein. Stell dir mal vor, wenn wir Millionäre sind, und wir haben große Ackerfläche, und Gott sagt, nun geh. Ich will, dass du in der hingehörste Eich in China gehst. Lot alles doch hier. Nee, Gott, das geht nicht. Hier ist meine Gemeinde, hier sind meine Familie, hier sind meine Tinger. Hier ist die Rede alles, warum soll ich hier weg? Abraham steht ab und er geht. Und du, wo er geht, erfährt er Gott ihn sehen. Wie lange werden wir sitzen bleiben? Weil wir kommen mal abstunden. In diesem Glauben an Jesus Christus, in welchem wir gehen. Und da wollen wir Gott seinen Sehen erleben. Und wenn wir in einem kleinen Steck geworden mit Gott sein Wort, wo mitteilen, von uns einen Leben, du wirst Gott seinen Sehen erleben. Abraham ging und er erlebt Gott seinen Sehen. Fast 8 und 9, jeder noch wieder. Er muss sich schreien von Lot, die ganze Geschichte haben wir auch. Dann im 13. Kapitel, Vers 15, du wieder Herr war, dann seht ihr heute am, dort Land, wo du sitzt, da will ich dir geben und deinen Samen ewiglich. War, Abraham mit einer Tränen und er ging war wieder. Und Gott hat ihm frisch begehen und hat ihm war segnen. Dort ist Glaube. Du, wo wir nicht sein können, aber wir glauben an diesem Jesus Christus, der allein selig machende in Vigone. Und das, was Abraham ans Fee erlebt hat, wirklich geschichtlich. Und das habe ich für uns von der aus dem Bildbrücke, wo wir im Leben verwechselt haben.
wenn Probleme kommen, weil wir nicht satt bleiben, wenn das Problem, sondern an die Ehe, in den Himmelrechte, in Gune, und an das Leben fertig war. Und Gott wird sich bestätigen, Gott wird segnen. Vers 20, Vers 22, du kommst da drüben, du wirst rein kein Zweifel nicht. Er sagt, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes. In diesem Zweifel, glaube ich, wie ein anderer Zweifel, ihr meint, ist wie von der Wurde Tjane, ein Zweifel im Kopf, was sich bei uns ein bisschen rundreht. Soll ich nicht? Ich glaube, das Zweifel ging deeper. Das bedient mit mir ein bisschen Kopf-Zweifel. Ich glaube, hier meint, dass Abraham sieht das nicht auf, wenn Gott ihm das sagt früh. Abraham, der sieht nicht jeden Gott schallen, er kämpft nicht. Wir lesen von Abraham, wenn Gott kommt, er fällt doll im Bett an. Er stellt sich Tempel hin, woran, oder wenn es Wort, oder zu Wort. Nein. Er wird dem Wort Gottes gehorsam. Und dort meint er, er hat absolut keinen Zweifel. Er würde, er könnte so viel mal nicht sein. Aber er klebt, und diesen Gott sei wieder einmal. Er backt fast. Weil er wisst, dass das Radar, das Gott, ist das Einzige, was mir rät. Meine Worte, wenn er wo drei Tage auf sich selbst, dann wird alles da gewesen. Ich habe so viele Fehler gemerkt. Ich habe durch die Lehre, durch meine Sester, durch meine Früh. Ich denke nur, die Tägchen steht, ich wache nicht, weil meine Früh wurden Baby haben. Wenn er eine Sicht gecheckt hat, hat er nicht geschafft. Aber er lässt sich von den Dingen, die Raum wären, nicht durchrichten. Er checkt, verweist, im Glauben an Gott. Und du sagst, wie war er, wo unsere Worte dann zu sich gehen müssen. Wo unsere eine Ehe ans Verdienst, auf einmal war er alle zu sich geht. Abraham, ein Mann des Glaubens. Er war stolz, sagt er, indem er hielt sich an Gott fest. Und er war stolz, wenn wir lesen können, Vers 22, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und dann wieder sagt er, dann ist es aber nicht allein um seinen Willen, dass es ihm zugerechnet ist, sondern auch um unseren Willen. Und woran war Abraham stolz in das? In Vers 20 sei wie dort, er war stolz im Glauben, weil er Gott die Ehe gab. Er checkt nicht auf sich und er checkt nicht auf den nächsten Mensch. Er gab Gott die Ehe. Und wann wir wollen anfangen in unserem Leben, ich und du, wir wollen anfangen, Gott die Ehe zu geben, dann wird uns Nächste auf einmal nicht mehr schuld sein. Dann wollen wir erkennen, ich stehe auf einmal rein allein für diesen Gott. Und wenn wir mit diesem Gott wollen gehen, am Ehre, dann wollen wir manchmal unsere Wege, wo wir gehen, das sind Segenswege. Gott wird uns deutlich segnen. Gott ist ein Gott, wenn er dir niemals antreten wird. Er hat Abraham versprochen, und Abraham wusste, wenn Gott was gesagt hat, dann darf er kein Zweifel haben. Nun hat Gott uns das versprochen. Er sagt, das ist nicht bloß, wenn Abraham geschrieben, sagt Paulus. Nein, das ist gerade für jeden Dollar, für mich. Das ist für uns geschrieben. Paulus will uns hier nicht nur einen großen Hero verstellen, er ist ein Held, sondern er will viel mehr sei das erst für uns. Wer an Jesus Christus glaubt, im Vertrauen und am Glauben, der erst von dem Tod in das Leben angekommen. Das war Paulus hier sagen will. Und dort wie Abraham. Wo hat Abraham das gefunden? Nicht durch, wo er ihm gesagt wird. All fair her, wie sie nach unbeschneiden wird. Und wenn wir darüber nur denken, dann lachst du verdienst noch einmal. Rein ganz in. Für das dritte Kapitel hat wie alle Welt ist für Gott schuldig. Und wie möchte hier in Jer Paulus noch deuter ab, er in vor der Abraham, wo sie alle beschmiedet hat, wie auch für Gott schuldig. Allein aus Glauben gerechtfertigt. Und das ist gerade der letzte Vers, wo Paulus dann sagt, welcher ist um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Gerechtigkeit willen auferweckt. Kannst du diesen Jesus? Haben wir diesen Jesus bejaht in unserem Leben? Haben wir uns die Knie und mal für diesen Jesus gebeten? Und haben wir gesagt, ich kann, dass ich schuldig sei.
Ich sehe die Jan, der mit all diesen Fehlern. Wenn wir dort erkannt haben und im Gebet sind der Arm gekommen, dann kannst du auch im frohen Glauben dein Leben wiedergehen. Dann geh bloß und der Herr wird dienen wie ich sehne. Geh mit diesem festen Glauben in dem Jesus. Und wenn nicht, dann der Kreis des Jesus von dir nach Hause beide. Komm. Matthäus 11, 28. Komm. Wenn du bedrängt und belohnt bist, komm. Ich will dich erquicken. Ich will in der Karte nach dem Topfoto in drei Punkte. Ich habe die Karte Taub genommen. Gott gibt die Garantie, dass er gnädig sein will. Nicht das Schicksal an selbst Ratens, sondern das Fasthölle an Jesus. In den drei Punkten will ich hier nennen, was wir da genommen haben. Einmal hier auf Gott seine Stimme. Abraham wie nicht im Mann ohne Fehler. Wo war das? Er hielt auf Gott seine Stimme. Von der Gott seine Stimme ist, das Wort Gottes. Da ist ein anderer gläubiger Bruder, der Sester, der Predigt. Hier auf Gott seine Stimme. Und das Zweite, was wir bemerkt haben bei Abraham, der andere Stimme immer hier. Abraham, der immer hier die andere Stimme. Ich wollte ein Jungtrier, Da ist nicht mehr so, dass du ein Jungtrier warst. Er ging mal mit Fehler mit der Kirche. Aber er immer hier das Reingangs und er hält sich, ich will einen sehen, weil Gott gesagt hat. Immer hier diese andere Stimme, wo du sagst, das stimmt nicht mehr, dass du gerade bist. Wenn du diesen Jesus hast, angenommen, in den Hort nennen kannst, dann hast du ihn. Und lebe ihn, geh wieder. Immer hier die andere Stimme, wo du immer sagst, das ist nicht so, was Gott sagt in seinem Wort. In der dritte, was wir hier machen, den Christus zugehören. Abraham wusste, ich sehe ein Erbe Gottes. Wenn ich hier war, ich gehe nicht. Hier steht diesen Christus. Kreig mit Paulus das letzte einschreiben. Dem Christus zugehören. Das wünsche ich in jedem einen, dass wir auf Gott seine Stimme können hören, die andere Stimme eben hören und zu Christus die hören.